Es war einmal ein Mädchen. Und sie hatte so schöne und lange Haare, dass jeder, der sie sah, ihre Augen nicht abwenden konnte. Die Stränge waren so leicht, nur golden. Deshalb nannten sie sie Goldlöckchen. Bei aller Schönheit war sie ein sehr ungezogenes kleines Mädchen. Mama erlaubte ihr immer, in den Hof zu gehen, befahl ihr jedoch, nicht in den Wald hinter ihrem Haus zu gehen. Goldlöckchen waren sehr interessiert zu wissen, was in diesem Wald ist. Und so, während Mutter nicht sah, verließ sie irgendwie das Haus in den Wald. Das Mädchen ging lange im Wald spazieren. Entweder findet er eine Beere, schaut sich dann eine schöne Blume an und hört dann zu, wie die Vögel singen. Also hat sie sich im Wald verlaufen. Und plötzlich sah sie ein ungewöhnliches Haus auf einer Lichtung. Goldlöckchen näherten sich ihm leise. Ich ging herum, sah aber niemanden. Sie klopfte an die Tür, aber niemand antwortete. Dann klopfte sie heftiger und die Tür öffnete sich. Goldlöckchen traten vorsichtig ein. In diesem Haus lebten drei Bären. Ein Bär war Vater, groß und zottelig. Der andere war eine Bärenmutter. Es war kleiner. Der dritte war ein kleines Bärenjunges. Die Bären waren nicht zu Hause, weil sie im Wald spazieren gegangen waren. Das Mädchen betrat den Raum und sah drei Schalen Brei auf dem Tisch. Die erste Schüssel, die größte, war der Papa-Bär. Die zweite Schüssel, die kleinere, war der Mutterbär. Und die dritte, die kleinste, war das Bärenjunges. In der Nähe jeder Schüssel lag ein Löffel, groß, mittel und klein. Goldlöckchen waren so hungrig, dass sie zuerst aus einer großen Schüssel essen wollte. Sie nahm den größten Löffel, nahm den Brei, probierte ihn, aber der Brei war zu heiß. Dann nahm sie einen mittleren Löffel, nahm den Brei, probierte ihn, aber der Brei war zu kalt. Schließlich nahm sie einen kleinen Löffel und probierte den Brei aus der kleinen Schüssel. Dieser Brei war weder heiß noch kalt, genau richtig. Und Goldlöckchen aßen den ganzen Brei aus der kleinen Schüssel. Nach dem Essen wollte das Mädchen sitzen und sah drei Stühle in der Nähe des Ofens, einen großen, einen kleineren und einen dritten, sehr kleinen, mit einem kleinen roten Kissen. Zuerst versuchte sie, auf den größten Stuhl zu klettern, konnte es aber nicht. Dann versuchte das Mädchen, sich auf den mittleren Stuhl zu setzen, aber es war sehr schwer und unangenehm. Schließlich setzte sie sich auf den kleinsten Stuhl und es war genau richtig für sie. Goldlöckchen mochten den Stuhl so sehr, dass sie anfing, darauf zu schwingen. Der Stuhl knackte, brach und sie fiel zu Boden. Das Mädchen stand auf und ging in ein anderes Zimmer. Es gab drei Betten, groß, mittel und klein. Zuerst kletterten Goldlöckchen auf das erste Bett, aber es war zu hoch und zu hart. Ich legte mich auf die mittlere, sie war zu geräumig und weich. Das Mädchen legte sich auf das dritte, kleinste Bett. Sie war genau richtig für sie. Goldlöckchen fühlten sich so wohl und gemütlich, dass sie schnell einschlief. Das Mädchen schlief tief und fest, als die Bärenfamilie nach Hause zurückkehrte. Die Bären wurden sehr hungrig und gingen sofort zum Tisch. Als Papa Bär seine Schüssel sah, wurde er wirklich wütend. Jemand hat meinen Brei gegessen. Er knurrte. Die Bärin schaute auch in ihre Schüssel und knurrte weniger laut. Jemand hat auch aus meiner Schüssel gegessen. Und das Bärenjunges, das seine leere Schüssel sah, rief laut: Jemand hat nicht nur aus meiner Schüssel gegessen, er hat meinen ganzen Brei gegessen. Die Bären rochen, dass etwas nicht stimmte, verließen den Tisch und begannen sich umzusehen. Papa Bär bemerkte, dass jemand seinen Stuhl bewegte und knurrte mit schrecklicher Stimme: Jemand saß auf meinem Stuhl. Die Bärenmutter schaute auf ihren Stuhl und beschwerte sich: Jemand saß auf meinem Stuhl und schob ihn von seinem Platz weg. Und dann schaute der Bär auf seinen kaputten Stuhl und rief erneut laut: Jemand hat nicht nur auf meinem Stuhl gesessen, sondern ihn kaputt gemacht. Alle drei Bären gingen vorsichtig ins Schlafzimmer. Jemand lag auf meinem Bett und zerknitterte es. Papa Bär brüllte mit schrecklicher Stimme. Und jemand lag auch auf meinem Bett und zerknitterte es, knurrte die Bärenmutter.
Der Teddybär schaute auf sein Bett und rief erneut, jemand lag auch auf meinem Bett. Und dann sah er das Mädchen und quietschte mit dünner Stimme und schläft immer noch in ihr. Vater und Mutterbären gingen zum Bett und sahen, dass ein kleines Mädchen dort schlief. Goldlöckchen erwachten aus dem Schrei eines Bärenjungen und waren sehr verängstigt. Drei Bären standen vor ihr. Sie sprang sofort aus dem Haus und rannte, wohin auch immer ihre Augen schauten, ohne sich umzusehen. Das Mädchen rannte lange, sie war sehr müde und dann sah sie ihre Mutter, die im Wald nach ihrer vermissten Tochter suchte. Seitdem hörte Goldlöckchen immer auf ihre Mutter und tat nichts ohne ihre Erlaubnis. Sie wurde ein sehr gehorsames, freundliches und gutes Mädchen. Eines Tages blieben alle Tiere auf der Farm ohne Futter. Dann beschloss eine kleine rote Henne, auf das Feld zu gehen und etwas zu essen zu suchen. Es war traurig, alleine zu gehen, also ging die Henne zur Kuh und lud sie ein, zusammenzugehen. Aber die Kuh wollte nirgendwo hingehen und sagte deshalb, dass sie sehr heiß sei und auf der Farm bleiben würde. Dann ging das Huhn zum Schwein, aber sie wollte ihre kühle Pfütze nicht verlassen. Also beschloss das Huhn, den Hund um Hilfe zu bitten, aber er wollte in seiner Kabine bleiben. Schließlich ging das Huhn zur Ente. Nach einem kurzen Gedanken weigerte sie sich auch, den Teich zu verlassen. Niemand wollte mit dem Huhn gehen, also musste sie alleine nach Essen suchen. Also ging ein Huhn über das Feld und fand mehrere Weizenkörner. Freudig kehrte sie auf die Farm zurück und beschloss, die gefundenen Samen zu pflanzen. Das Huhn dachte, dass Freunde ihr helfen könnten. Sie zeigte der Kuh die Körner und bot an, sie zusammen zu pflanzen. Aber die Kuh war immer noch sehr heiß. Dann ging das Huhn zum Schwein, aber sie weigerte sich zu helfen. Also wandte sich das Huhn dem Hund zu, aber er wollte den Stand nicht verlassen. Die letzte Henne bat die Ente um Hilfe, aber sie beschloss, in ihrem Lieblingsteich zu bleiben. Und das Huhn musste die Samen alleine pflanzen. Wochen vergingen, der Regen begann und die Samen sprossen. Es würde sich lohnen, sie zu jäten. Dann fragte das Huhn ihre Freunde, wer ihr helfen könne. Die Kuh sagte, es habe heute geregnet. Das Schwein wollte sich nicht bewegen. Der Hund hatte Angst, schmutzig zu werden, und die Ente beklagte sich über ihre Gesundheit. Und wieder musste das Huhn alles selbst machen. Die kleine rote Henne jätete allein das Bett. Nach einer Weile wuchs der Weizen und es war Zeit zu ernten. Dann lud das Huhn ihre Freunde ein, gemeinsam Weizen zu sammeln. Aber die Kuh war sehr beschäftigt. Das Schwein wollte nicht aus seiner Pfütze heraus. Der Hund versteckte sich in seiner Kabine und die Ente hörte dem Huhn überhaupt nicht zu. Also arbeitete die kleine rote Henne bis zum Einbruch der Dunkelheit. Sie erntete Weizen Ohr für Ohr. Schließlich war es Zeit, die Körner in Mehl umzuwandeln. Das Huhn bat ihre Freunde erneut um Hilfe. Dann sagte die Kuh, es sei Zeit für sie, Milch zu geben, und weigerte sich, den Stall zu verlassen. Das Schwein wollte auch nicht helfen. Der Hund sagte, er wisse nicht, wie man Mehl macht, und die Ente war sehr damit beschäftigt, im Teich zu schwimmen. Das kleine Huhn hackte den Weizen selbst und verwandelte ihn in Mehl. Endlich ist es Zeit, leckeres Brot zu backen. Das Huhn wandte sich an ihre Freunde um Hilfe. Aber die Kuh hatte keine Zeit für Arbeit. Das Schwein ist zu müde, um zu helfen. Der Hund war beschäftigt und die Ente sagte, dass sie überhaupt nicht wusste, wie man Brot backt. Dieses Mal wurde das Huhn wirklich wütend. Sie ging in die Küche und knetete den Teig aus dem Mehl, das sie gemahlen hatte. Sie legte es selbst in die Form, schickte es in den Ofen und wartete darauf, dass das Brot gebacken wurde. Als sich das Aroma frischer Backwaren ausbreitete, nahm die Henne das Brot aus dem Ofen. Sie ging in den Garten, setzte sich an den Tisch und rief ihre Freunde an. Als alle Bewohner der Farm frisches Brot sahen, drängten sie sich um das Huhn. Sie alle wollten gut essen. Aber das Huhn sagte, dass sie nicht mit ihren Freunden teilen würde. Immerhin hat sie das Brot selbst gemacht und deshalb hat nur sie es verdient zu essen. Und mit großem Appetit fing das Huhn an, nach dem Brot zu picken. Aber sie konnte sich nicht damit abfinden,
dass ihre Freunde hungrig waren. Dann beschloss das Huhn, Essen zu teilen, aber nur, wenn ihre Freunde versprechen, ihr weiterhin in allem zu helfen. Jetzt schämten sich alle Tiere für ihr Verhalten, weil sie erkannten, dass das Huhn recht hatte. Und sie versprachen, sich in allem immer gegenseitig zu helfen. Die kleine rote Henne wusste, dass ihre Freunde eine echte Lektion lernten. Sie teilte Brot mit ihnen. Die Freunde aßen zusammen, wurden satt und zufrieden. Sie lebten lange auf ihrer Farm und halfen sich immer gegenseitig.